Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. In diesem Video erkläre ich dir, wie man einen Funnel von Grund auf aufbaut. Weil ganz viele Leute haben mich gefragt, Steffen, wie arbeitest du, wie macht ihr das und Funnel hier, Webseiten da, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Sag mir doch mal, was so eine Leistung überhaupt beinhaltet, wenn du uns da berätst oder uns trainierst, wie wir Funnel erstellen oder auch wenn du das für Leute machst. Wie ist die Reihenfolge? Was macht man? Und ich lasse jetzt wirklich mal die Hosen runter. Ich erkläre jetzt auch ganz viele Dinge, die gerade am Ende hier oben das Oberteil des Funnels betreffen, die für die meisten Leute wirklich relevant sind, weil sie sie nicht wissen. Und ganz, ganz viel Geld aus dem Fenster schmeißen, nämlich genau an dieser Stelle hier oben. Okay? Und deshalb, ich würde mir das Video bis zum Ende ansehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Es ist echt, es wird viel Content. Und deshalb lasst uns direkt mal starten. Also, los geht's. Du siehst hier ein Funnel. Ja? So, das ist der klassische Trichter. Ich werde auflösen, was da alles drin ist. Aber viel, viel wichtiger ist, dass hier unten etwas ist, nämlich eine rote Box. Und die ist viel, am Anfang, viel wichtiger. Und das vergessen total viele Leute. Und deshalb spreche ich jetzt mit dir, was die ersten vier Schritte sind, wenn wir einen Funnel bauen. Und die sehr, sehr intensiv und arbeitsaufwendig sind. Wenn man das hier richtig macht, ist das andere, aber dadurch viel, viel einfacher und effizienter. Und deshalb, lass mal starten. Wenn jemand zu uns kommt und möchte jetzt beispielsweise aktuell die Bufferberatung in Anspruch nehmen, was machen wir? Erstmal analysieren wir, okay, was ist da? Was gibt es schon an Verkaufsmöglichkeiten? Und dann, jetzt aber auf diesen speziellen Funnel bezogen und auf dieses Produkt, machen wir Folgendes. Wir analysieren erstmal, okay, welches Produkt, welche Leistung möchtest du denn am besten mit einem Funnel verkaufen? Weil der größte Fehler oder die größte Fehleinschätzung von ganz vielen ist schon direkt am Anfang, ich mache das für mein Unternehmen. Nein, einen Funnel baust du prinzipiell für ein Produkt oder eine Leistung, weil es sonst nicht funktioniert. Jede Leistung löst ein Problem und erfüllt einen Wunsch im Optimalfall. Sollte sie, sonst wird sie schwer zu verkaufen. Und deshalb ist es wichtig, am Anfang zu definieren, für welches Problem und welchen Wunsch erstelle oder habe ich dieses Produkt, entweder ist schon da oder wir erstellen es sogar noch, um dann nachher zu gucken, wer ist denn mein Traumkunde für dieses Produkt. Du kannst erst dann, wenn du weißt, was du machen willst oder was du anbietest, sagen, okay, das genau ist mein Traumkunde. Und jetzt geht's einen ganz, ganz tiefen Schritt weiter. Denn der Traumkunde, die Definition, ich habe ein Workbook dazu. Dieses Workbook ist, das mache ich mit meinen Coaching-Teilnehmern und Trainees, das ist allein 12 Seiten zum Ausfüllen. Denn bei diesem Traumkunden geht es mal darum, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Nicht oberflächlich, sondern ganz, ganz intensiv. Wer ist diese Person genau? Die ist übrigens niemals, nie ein Unternehmen. Diese Person ist, gerade wenn es B2B ist, die Person, die am Ende deine Leistung bucht, die deine Leistungsnachweise unterschreiben würde. Ja? Die Person, die wirklich das Problem hat und die hat oft ein zweigeteiltes Problem. Die hat nämlich ein Problem als Angestellter eines Unternehmens in seinem Job oder in ihrem Job. Und dann hat die noch ein Problem oder einen Schmerz auf einer persönlichen Ebene. Das heißt, die beiden Ebenen solltest du kennen. Und ich frage dich mal, welche Ebene ist denn wohl stärker? Die erste, das heißt die Job-Ebene, wo die Schwierigkeit fürs Unternehmen liegt, oder die persönliche, wo die Person an sich das eigentliche Problem verspürt. Nämlich beispielsweise eine Überlastung, eine Überforderung, Dinge, um die sie sich nicht mehr kümmern will, Dinge, die sie stressen. Wenn du es schaffst, das rauszufinden, das ganz, ganz intensiv zu behandeln, und dazu musst du dich richtig, richtig intensiv mit dieser Person auseinandersetzen, am besten ist sogar, du interviewst ein paar. In der Regel kennt man die sogar schon. Also oft ist es so, dass wir nur hergehen und sagen, okay, lass doch mal gucken, wer sind denn die Kunden, mit denen du am besten und liebsten zusammenarbeitest, und dann dröselt man die mal ein bisschen auf und dröselt deren Wünsche, Probleme, Hindernisse, Glaubenssätze, alles, was dahinter steckt, mal wirklich auf. Das ist ein schöner Weg, ja? Und dann macht man noch etwas. Man macht im dritten Schritt die eigene Positionierung.
Und dafür ist ganz wichtig, dass man weiß, welchen Wunsch und welches Problem löse ich, welchen Wunsch erfülle ich mit meinem Produkt, mit dieser Leistung, die ich in diesem Funnel bewerbe. Das heißt, jede Leistung kriegt eine eigene Positionierung. Weil in der Positionierung kommt genau das vor. Du musst in der Positionierung nicht mal spezielle Menschentypen ansprechen, sondern es reicht eigentlich, wenn du sagst, mein Name ist so und so, ich bin Experte für das und das Thema und ich helfe Menschen, dieses Problem zu lösen und diesen Zielzustand zu erreichen. Und jetzt kannst du noch was dahinter bauen, so einen Glaubenssatz, Vorwegnahme, Einnahme, Einwand, Vorwegnahme, ohne Punkt, Punkt, Punkt machen zu müssen. Okay, das wäre beispielsweise eine Positionierung. Das ist aber relativ hart, sich damit mal auseinanderzusetzen. Jede Leistung übrigens hat auch eine Positionierung. Jede Leistung, jedes Produkt hat auch eine Positionierung. Und deshalb sollte man anfangen, darüber nachzudenken, über Wünsche und Probleme von Kunden und nicht in Produktmerkmalen zu denken, sondern in Wünschen und Problemen von Kunden. Und dann kommt das vierte, und das ist das Thema Marke. Das ist immer am Anfang eines Funnels, musst du genau wissen, wie positioniere ich meine Marke, wie machen wir unser Auftreten, wie definieren wir uns. Viele Unternehmen haben schon eine CI, also Corporate Identity, Corporate Design dann auch oft, aber es haben nicht alle. Das heißt, das machen wir in dem Schritt oder wir sammeln nochmal die Sachen. Ja? Ich schreibe das mal runter, CD, CI. So, das ist wichtig, wenn du einen Funnel bauen willst und entweder bauen wir den Funnel für dich, wir haben zwei Modelle, wir bauen den Funnel für dich oder wir trainieren dich darin, wie du ihn selber baust. Weil mein Ziel ist eigentlich, Unternehmen dazu zu befähigen, das selber zu machen. Weil ich finde, es ist kein riesen Hexenwerk mehr, wenn man weiß, wie man es grundsätzlich aufbaut. Deshalb haben wir ein Trainingsmodell oder ein Done-for-You-Modell, wo wir es auch machen. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Oft ist es ja so, dass Unternehmen bereits einen Vertriebsprozess haben. Einen Offline-Vertriebsprozess. Den mache ich mal hier neben. So, und der Offline-Vertriebsprozess, der geht von oben nach unten. Das kann die Erstansprache auf einer Messe sein, das kann die Kaltakquise sein, ja, das ist hier so Erstkontakt. Erstkontakt, ja, dann kommt hier so Zweitkontakt. So, und hier wird es ein bisschen warm, hier kommt so das Erstkontakt, Zweitkontakt, hier kommt dann das erste Mal wirklicher Austausch irgendwie ins Spiel. Hier kommt dann, ja, schicken Sie uns doch mal ein Angebot oder was? Angebot, was ist denn überhaupt Ihre Leistung? Und dann kommt hier unten ein Vertrag oder Vertragsabsprache beispielsweise, ja? So, das heißt, es gibt in der Regel schon immer einen Funnel und es gibt in der Regel schon einen Vertriebsablauf. Und jetzt ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn der gut ist, wenn der gut funktioniert offline, sollten wir den nicht einfach online nachbauen und davon Teile maximal automatisieren, damit, so und jetzt kommt's, oft ist es nämlich so, die Leute, die das machen, wenn das hier 100% Kapazität sind, die machen alles. Die Vertriebler machen in der Regel dann alles. So, das heißt, von 160 Stunden im Monat brauchen die 160 Stunden für das alles. Und wenn man es jetzt aber schafft, elektronisch, und das ist ja der Ziel eines Online-Funnels, ja? Wenn du es jetzt schaffst, bis zu dieser Stufe hier beispielsweise, das Ganze zu digitalisieren und zu automatisieren, dann braucht dein Vertriebler auf einmal nur noch oder hat mehr Kapazität. Das heißt, er hat hier in dem Bereich plus 100% bei dem, wo es wirklich ums Eingemachte geht und hier oben das fällt weg. Das heißt, er kann mehr Angebote schreiben, er kann mehr Vertragsgespräche führen. Und jetzt wird das Ganze effizient, weil der Vertriebler an sich, wenn du im B2B tätig bist, ja, der wird ja nicht wegrationalisiert. Denn du wirst immer Menschen kaufen von Menschen, das heißt, du wirst immer am Ende diesen Vertriebsmitarbeiter brauchen. Okay? Aber, hier geht es jetzt direkt weiter. genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt gucken wir, was müssen wir maximal vorbereiten? Wie läuft dieser Prozess rückwärts ab? Und jetzt machen wir sowas wie Reverse Engineering.
Also das ist nachher der Vertriebsprozess, der geht nachher von oben nach unten. Aber aufbauen tust du das Ganze von unten nach oben, nämlich rückwärts. Denn es ist auch noch mal ein Irrtum. Es gibt viele Leute, die kommen daher und sagen, ich möchte jetzt einen Freebie-Funnel machen, ich möchte jetzt einen Quiz-Funnel machen, ich möchte dies oder das machen. Und fangen das Ganze so von oben an. Du musst dein Ziel kennen. Was ist dein Ziel? Pascal Fein nennt das so schön, dein MOTS, dein maximales Online-Vertriebsziel. Ja? Und hier ist es beispielsweise der Termin oder das Beratungsgespräch per Zoom oder so. Ja? Das ist ja oft so. Wenn das deine letzte Funnelstufe ist, über die du verkaufst, dann gehst du das rückwärts. Dann sagst du, okay, wir haben in der Regel einen Termin, den machen wir face-to-face, jetzt haben wir gerade Corona, geht sowieso nicht, dann machen wir hieraus einen Zoom-Call. Ja? In diesem Zoom-Call besprechen wir kurz die Nöte, Probleme der Zielgruppe, in der Regel wissen wir die ja, sagen, dass wir das oft behandeln und dann gehen wir rein und zeigen vielleicht eine Präsentation, was wir machen genau in unserer Leistung. Dann kann derjenige nachher sagen, it's a yes or it's a no. So. Und hier vorher kommt dann vielleicht noch eine andere Funnel-Stufe. Okay. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz zeigen, warum habe ich das hier getrennt. Das hier ist das sogenannte Frontend, der Frontend-Funnel. Das ist ganz am Anfang. Und das hier ist der sogenannte Backend-Funnel. Backend, so, B-A-E-F-E. Im Backend-Funnel ist der große Unterschied. Hier ist der Traffic schon warm, ja? So, der ist angewärmt. Hier oben ist der orange, habe ich orange? Nee, ich habe kein orange. Dann machen wir mal so. Hier oben ist der etwas zwischen lauwarm, ja, zwischen warm und kalt. So, das malen wir mal so. Und hier oben ist er natürlich kalt. Ja, und das Wichtige ist jetzt, dass ein Kunde ja mehrere Kontaktpunkte braucht, bis der überhaupt kauft. Und eben das, was ich am Anfang erzählt habe, ist, du musst die Wünsche, Nöte, Sorgen, Hindernisse, Glaubenssätze deines Kunden kennen. Und du kannst ja nicht hingehen und ihm eine Liste vorlesen und sagen, das machen wir nicht, das machen wir, das nehmen wir dir ab, das geht nicht. Das heißt, das verteilst du über einen Prozess mit immer mehr Kontaktpunkten. Statistisch gesehen kauft der Kunde beim siebten Kontakt. So, oder kaufen die meisten Kunden beim siebten Kontakt, ja? Das heißt, du erhöhst die Kontaktpunkte und das ist wie reibende Steine. Du reibst dabei immer mehr Widerstand weg und am Ende sind die glatt und passen zueinander. Ja? So ähnlich muss man sich das vorstellen. So ist es ja auch im Offline-Vertrieb. Und deshalb gibt es zwei Bereiche. Frontend-Funnel, Backend-Funnel. Der Frontend-Funnel hat das Ziel, kalten Traffic in warmen Traffic zu verwandeln. Der Backend-Funnel hat das Ziel, angewärmten Traffic in heißen Traffic zu verwandeln. Das heißt, der wirklich glüht und wo jemand darauf brennt, der brennt darauf, jetzt zu wissen, was bietet der mir genau an. Ich will dieses Angebot haben. Ja? Das ist oft am Ende meiner Sales-Calls, das ist jetzt kein Lob oder so, aber ist es oft so, dass die Leute fragen, Steffen, jetzt sag doch mal, was bietest du mir an? So, das ist heiß. Ja, das ist glühend heiß. Okay, so läuft es ab. Deshalb hat man zwei verschiedene Arten von Funneln. Das muss man schon mal unterscheiden. Und oft macht man dann, dass man hier als Frontend-Funnel sich die E-Mail-Adresse holt. So. Und da schon mal irgendwie einen Wert gibt, ja. Das heißt, im Frontend ist es oft so, dass wir beispielsweise einen Freebie hier drin haben. Ein Freebie oder ein Quiz. Es gibt aktuell auch Funnels, wo das alles in einem abgebildet ist. Kann man machen, würde ich immer, glaube ich, anders empfehlen. Weil es oft so ist, dass die Leute hier werden die angewärmt und wollen mit dir Kontakt aufnehmen. Das heißt, sie geben dir auch etwas, nämlich ihre E-Mail-Adresse. Wenn du die zu schnell hier durchjagst und hier hast du beispielsweise ein VSL oder ein Video Sales Letter, das heißt, du erzählst Dinge,
begleitet, so betreutes Lesen, präsentationstechnisch, oder du hast hier ein Webinar, oder du hast hier so eine Fallstudie, was aktuell oft der Fall ist, dann ist immer die Gefahr, wenn du die Leute zu schnell hier drauf drängst, dass sie noch gar nicht warm genug sind und dass sie dir die E-Mail-Adresse gar nicht geben. Das heißt, du schickst sie im Worst Case über Werbeanzeigen hier drauf. Die Leute springen wieder ab. Du hast die E-Mail-Adresse nicht. Zack, sind sie weg. Du kannst sie nicht wieder kontaktieren. Und das ist ja mit eins unserer Ziele. Eine E-Mail-Liste aufbauen. Das hier ist Zielgruppenbesitz. Das ist das, was Russell Brunson nennt Traffic You Own. Traffic, der dir gehört. Traffic, der berechenbar dir gehört, das ist deine E-Mail-Liste. Und das ist unbezahlbar. Für alles, was du danach noch machst, ist diese E-Mail-Liste ist ein riesen, riesen Kapital deines Unternehmens. Gibt mehrere Kapitalarten. E-Mail-Listen, Zielgruppenbesitz ist eine der größten oder wichtigsten. So, und wir bauen das Ganze jetzt rückwärts. Aus diesem Zoom-Call schauen wir, gut, wie läuft es vorher ab? Ja? Was machen wir vorher? Okay, wir führen ein Beratungsgespräch. Dann lass uns doch dieses Beratungsgespräch jetzt automatisieren und wir sagen, in einer Fallstudie erklären wir, was unsere Leistung ist, schon bezogen auf den Kunden und was wir in der Regel machen. Und jetzt nehmen wir einfach drei Beispiele von Kunden, wo wir die größten Probleme mit den wichtigsten Wünschen gelöst haben und unsere Kunden dahin geführt haben. Bam, that's it. Ja? Drei Beispiele. Und ein Beispiel wird dein User catchen. So, es kann auch sein, dass alle drei ihn catchen, der alle drei Probleme hat. Wichtig ist jetzt, wenn du hier vorne nicht die drei größten Probleme und Wünsche sauber definiert hast, dann tippst du hier auf den Trockenen. Also dann kannst du dir natürlich Dinge ausdenken, aber die werden nicht ziehen, die werden nicht funktionieren. Und deshalb ist diese Vorarbeit hier so wichtig. Oder ganz, ganz wichtig. So, und dann gehst du her und überlegst dir in der Regel, okay, was könnte denn mein Frontend-Funnel sein? So, du kannst auch die Leute versuchen, direkt auf die Fallstudie zu locken. So, du kannst auch erstmal etwas machen, was so Funnel-Testing ist. Das heißt, du kannst hergehen und du machst diese Fallstudie und sagst, okay, da sollen sich Leute auch für einopten und dann schickst du ein bisschen Traffic drauf und dann guckst du, funktioniert das? Sind die Raten so, wie ich sie haben möchte? Und wenn das funktioniert an sich, dann brauchst du den hier erstmal gar nicht. Ja? Das ist so Testing. Man geht immer her und macht, man testet erstmal das einfachste verfügbare Modell. Und wenn das noch nicht funktioniert und noch nicht rentabel läuft, dann baut man noch eine Stufe drüber. Ja? Weil dann sind die Leute nicht heiß genug, dann funktioniert das Ganze so noch nicht. Dann guckt man erstmal, was kann ich hier drin optimieren. Und wenn das nicht klappt, dann baut man halt eine Stufe drüber und fängt an mit einem Report oder mit einem kostenlosen E-Book. Ja? Oder einer Checkliste. So, das ist Funnel Building. Hier drin passiert jetzt diese ganze Magic, was für viele sehr, sehr kompliziert ist. Nämlich die verschiedenen Websites verlinkt mit den verschiedenen E-Mail-Opt-ins, verlinkt mit verschiedenen Abläufen, mit Follow-up-Funnels. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Aber das ist der Funnel, ja. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges für alle Leute, die zu mir kommen. Das ist immer, die haben einen riesen Knoten im Kopf zwischen Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, Blog, YouTube, Podcast. Steffen, was soll ich machen? So, und das klären wir jetzt in diesem dritten Teil dieses Videos. Das heißt, hier machen wir nochmal kurz einen Cut und dann kommt morgen das nächste. Genau. Welcome back. Und jetzt geht es darum, dass wir sagen, okay, wie machen wir das hier mit der Reichweite? Das hier oben ist das Thema Reichweite. Das ist das Thema Vorarbeit. Das ist das Thema Funnel. Das ist das Thema Reichweite. Ja, ich schreibe es nochmal daneben, Reichweite. Und bei der Reichweite gibt es jetzt ganz, ganz viele Missverständnisse. Das, was ich meinen Kunden empfehle, ist jetzt nicht das, was man jedem vielleicht empfiehlt oder was jeder empfiehlt, aber das ist das, was ich empfehle. Reichweite ist für mich das Optimale, wenn ich einmal Arbeit reinstecke. Und wenn ich dann langfristig etwas davon habe. Deshalb sind die Reichweitenkanäle, die ich immer am Anfang empfehle,
bei meinen Kunden sind Suchmaschinen. Das, was die meisten Leute machen wollen, ist Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram. Das sind Verbreitungskanäle aus meiner Sicht. Es gibt für mich Content-Creator-Kanäle. Das ist YouTube, das ist ein Blog, das ist ein Podcast. Damit wirst du in Suchmaschinen gefunden. Damit bedienst du die drei größten Suchmaschinenarten der Welt. Und davon kannst du dir eine am Anfang raussuchen. Wenn du die vernünftig machst, dann hast du in einem Jahr kostenlosen Traffic im Übermaß und musst nicht eine einzige Werbe-Ad schalten. Ja, wenn du das vernünftig machst. So, und deshalb, das hier ist Content Creator oder Content Creation. Ja, das ist total wichtig, dass man das mal versteht. Das hier ist Blog, YouTube, Podcast. So. Und Verbreitungskanäle, jetzt kommen wir zu Verbreitungskanälen. Für mich ist Facebook, Xing, LinkedIn nichts anderes als ein Verbreitungskanal. Weil am Anfang, wenn du startest, dann startest du als Selbstständiger, in der Regel als Solo-Selbstständiger, dann musst du mit deiner Zeit haushalten. Ich habe mal eine Zeit lang, als ich mein Buch beworben habe, habe ich es hier irgendwo? Nee. Instagram, ganz massiv Instagram gemacht, habe ich 2-3 Stunden am Tag, wirklich kein Scherz, 2-3 Stunden am Tag, während des Buchlaunches Instagram gemacht. Instagram Stories, Instagram Posts, Instagram Lives. Und ich muss sagen, es war massivst ernüchternd, als ich dieses Buch dann wirklich gelauncht habe. Ich habe alle Leute mitgenommen, wie man es machen soll, 4 Wochen lang intensivst bei meinen Hörbuchaufnahmen, bei meinen Workbookaufnahmen. Es war eine Katastrophe von den Verkaufszahlen. Wirklich eine absolute Katastrophe. Und da habe ich eine Sache gelernt. Auch wenn gerade alle sagen, Instagram verkauft. Ich glaube, über Instagram verkaufst du vor allem Kurse, wie man auf Instagram verkauft. Das ist ernsthaft. Oder kleinpreisige Produkte, aber auf gar keinen Fall hochpreisige Produkte. Und das bedeutet viel Aufwand für wenig Ertrag. Ja? Was ich gelernt habe, ist, für mich ist Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn sind sogenannte Verbreitungskanäle von Content, den du woanders kreierst. Und wenn du die Zeit hast, dann kannst du dort auch Native Content erstellen. Das heißt, Native Content ist immer Content der Plattform. Das heißt, ich nehme beispielsweise ein YouTube-Video auf und ich poste es oder lade es als Video bei Facebook hoch und als Video bei LinkedIn. Kannst du machen, brauchst aber wieder Zeit. Das heißt, anstatt ein Upload bei YouTube, den du postest, bei LinkedIn und bei Facebook, hast du 3 Uploads. Das musst du erstmal alles zeitlich wieder schaffen, weil dann darfst du wieder warten, bis es hochgeladen ist. Dann darfst du erst die Beschreibung hinzufügen oder bestimmte andere Schritte machen. Ja, das ist halt sehr aufwendig. Das muss man sehr, sehr systematisieren, wenn man das schlank machen will. Aber deshalb sind für mich in der Startphase, sind das hier reine Verbreitungskanäle. Und hier kommst du dann zu Facebook, zack, Instagram, Xing, LinkedIn. Ja? Und ich kann dir das mal, ich sehe das bei mir an meinen YouTube-Statistiken, das funktioniert, so wie ich das da mache. Mit minimalem Aufwand maximale Reichweite aufbauen. Genau, und jetzt dann kommt als dritter Schritt, wenn du das alles hast, oder als kurzfristiger Katalysator, kommen für mich Ads. So, und das ist eine ganz, ganz große Warnung. Jetzt einmal an alle da draußen, die überlegen, Facebook oder irgendwie Xing, was weiß ich, Ads zu schalten oder sich jemanden zu nehmen, der sie da berät. Leute, das hier ist der allerletzte Schritt. Wenn das hier drunter nicht funktioniert, dann verbrennt ihr hier richtig, richtig, richtig viel Geld. Das ist das allerletzte. Ja? Das bedeutet, deinen Funnel testest du erstmal mit organischem Traffic. Natürlich dauert das, bis du dahin kommst. Aber aus meiner Ansicht ist das einzig Sinnvolle, weil du mit Ads so viel Kohle verbrennen kannst,
wo du am Anfang, und ich gehe immer von einem Selbstständigen aus, als KMU kann das anders sein. Als KMU kannst du auch hergehen und sagen, wenn du das entsprechende Budget hast, wir machen das jetzt so, wir bauen den Funnel, wir haben gerade einen aktuellen hohen Bedarf, wir schießen da jetzt Ads drauf. Und dann kriegst du natürlich durch die Ads raus, was hier unten nicht funktioniert oder was schief läuft. Aber eigentlich hast du in der Regel erstmal eine Phase, eine Testphase, wo du ein Proof of Content machst. Ein Proof of Concept, nicht Proof of Content. Und in dieser Testphase, Proof of Concept, so, testest du, funktioniert das, was ich mir ausgedacht habe? Funktioniert das mit der Zielgruppe, mit der Preisleistung, mit der Produktleistung, mit der Positionierung, mit der Marke, mit dem, wie ich glaube, das verkaufen zu können? Weil das hier ist erstmal alles nur eine These. Erstmal ist es alles nur eine These. Das muss man sich klar machen. Du kannst keinen Funnel hinstellen und der funktioniert auf Anhieb, in den seltensten Fällen. Und dann geht man her und testet das hier. Und dann merkst du durch den Content, den du hier kreierst, und Beispiel, also als Beispiel, ich bin bei YouTube bei Tag 45. 45 Tage, jeden Tag ein Video. Natürlich Aufwand, aber der Vorteil ist, in einem Jahr werden diese Videos noch gefunden. In zwei Jahren werden diese Videos noch gefunden. Ich habe gestern noch ein Video von Russell Brunson gesehen, ein Live-Video, gucke ich mir sehr gerne an. Und da hat er gesagt, er hat Videos bei YouTube, die laufen seit 10 Jahren. Es sind seit 10 Jahren, die werden immer krassere Traffic-Maschinen. Die Dinger sind 10 Jahre alt. Ja? So, und das ist so, baust du langfristig, wie mit einem Zinseszinseffekt, ein stabiles Unternehmen auf. Und ich habe gerade YouTube-Traffic. Ja, auf meinem Funnel. Und das heißt, ich teste oder kriege jetzt raus mit dem YouTube-Traffic, was funktioniert nicht. Okay? Und kann hergehen und das Ganze quasi kostenlos testen und kostenlos optimieren. Und wenn ich nachher weiß, okay, ich habe die und die Conversion Rate von der auf die Stufe, von der auf die Stufe, von der auf die Stufe, das lohnt sich jetzt. Ich kann mal 1.000, 2.000 Euro nehmen und die in Facebook-Ads stecken. Dann gehe ich hier und mache das Ganze mit Facebook-Ads. Aber schau mal, ich habe das Funnel-Profi-Projekt, ist ja jetzt gerade 3 Monate alt. Noch nicht mal. Zweieinhalb Monate alt. Dafür läuft es übrigens sehr, sehr gut, aber sonst sollte ich auch nicht Funnel-Profi heißen. Ja. Aber in der Zeit habe ich keinen Cent für Werbung ausgegeben. Keinen Cent für Werbung, kann aber alles testen. Und das heißt, wenn mein Proof of Concept steht, weil du musst in der, also es ist ja auch so, die Leistungen, die wir anbieten, die testen wir ja gerade. Also die haben wir jetzt das erste Mal an den Mann gebracht, ich auch schon sehr früh. Und das heißt, die werden jetzt getestet. Und erst wenn die rund sind, und das dauert natürlich eine Zeit, das dauert so ja, 8 bis 12 Wochen bei den Leistungen, die wir anbieten, erst wenn die richtig rund sind, gehe ich raus und sage, und der Funnel stimmt. Die Leistung muss rund sein, Proof of Concept. Der Funnel muss stimmen. Und dann gehe ich raus und sage, okay, jetzt schalte ich Ads. Jetzt werden wir groß damit. So, das ist so eine Entwicklungszeit. Und auch für gestandene Unternehmen jetzt nochmal ist das ganz wichtig, weil du kannst, wenn du einen Funnel richtig nutzt, so einen Funnel, dann kannst du auch rauskriegen, wo sollten wir denn unsere Leistung erweitern und verbessern. Und das würde ich erstmal alles machen mit diesem Teil hier. Ich würde keine Ads schalten und ich würde mir auch nicht aufschwatzen lassen von irgendwelchen Leuten, die Google Ads oder Facebook Ads schalten, dass man nur mehr Traffic braucht. Wenn das Gerüst hier drunter nicht stimmt, und ich habe einen Kollegen, mit dem tausche ich mich seit Jahren aus, und aus irgendeinem Grund hat er sich das Ganze nicht von mir bauen lassen, ist ihm dann später aufgefallen. Und wir haben uns mal seine Conversion Rates angeguckt und er sagte, okay, Steffen, meine Facebook-Werbeanzeigen laufen super, ich kriege ganz, ganz viele Klicks. Aber dann kommen die Leute auf die Seite, so Facebook-Werbeanzeige, ja, kommen die Leute hier auf die Seite und auf der Seite passiert gar nichts. Das heißt, wir haben jetzt 4.000 Euro Werbebudget verballert und haben 3 qualifizierte Leads, von denen einer ein Kunde geworden ist. Sondern wenn die Leistung, deine Leistung dann 3.000 Euro kostet, hast du 1.000 Euro miese gemacht. Und dann erzählen dir die Werbefuzzis, das kann ich wirklich nicht anders sagen, weil das sind dann Fuzzis, wir brauchen einfach mehr Budget. Wenn die Aussage kommt bei einer Werbeanzeige, wir brauchen einfach mehr Budget, da würde ich also aufstehen, gehen, kündigen, weg. Ja? Das ist keine Sekunde mehr wert, da weiter drüber nachzudenken.
Wir brauchen einfach mehr Budget, wenn du schon 4.000 Euro verbrettert hast und die nicht funktionieren. Also so ein Schwachsinn. Das ist das Wichtige, das ist das Herzstück. Wenn dein Herzstück, dein Verkaufsmotor nicht funktioniert, dann brauchst du in den Verkaufsmotor auch nicht noch mehr Benzin reingießen, wenn der nicht verbrennt. Okay? Ganz, ganz wichtig von mir. Zum Schluss. Genau, so, das war's. Das sollte man alles beachten. Das ist jetzt wirklich eine Funnel-Rundum-Anleitung. Was muss man machen? In welchen Schritten? Die Schritte kann ich nochmal zuschreiben. 1, 2, 3, 4, 5 ist Funnel. Das dauert auch natürlich, weil in dem Funnel erstellst du Videos, du erstellst Texte ohne Ende. Das heißt, so ein Funnel-Aufbau, der dauert. Und dann kommt die Phase, und die nenne ich jetzt mal, die ist unendlich. Das ist Phase 6 und das ist Traffic. Ja, Reichweite, organische Reichweite aufbauen, das wirst du nachher immer machen. Lass nochmal dazu kommen, was du später immer tun wirst. Wenn das hier einmal funktioniert, dann steht das. Dann ist das fix, dann ist das in Stein gemeißelt und dann läuft es erstmal, bis es nicht mehr funktioniert. Erst dann gehst du da wieder dran. Das heißt, das ist fix. Aber was wirst du immer machen? Was wirst du immer weiterentwickeln? Du wirst immer deine Leistung weiterentwickeln, ja? Und du wirst immer deine Reichweite weiterentwickeln, damit hier mehr Traffic reinkommt. Das sind nachher die Hauptaufgaben deines Unternehmens. Und deshalb ist es so, weil ich weiß, dass viele, viele Leute hier Schwierigkeiten haben, dass wir gerade eine Agentur gründen dafür, um dort eben Unternehmen und Selbstständige zu begleiten bei dem Reichweitenaufbau. Weil wenn der Funnel einmal steht, ist es sehr, sehr sinnvoll, dort Reichweite zu machen. Was, es gibt noch viele, viele Vorteile übrigens von YouTube, von Podcast, von Blog, dass die Leute diese Bindung aufbauen, dass du einen Expertenstatus aufbaust. Gibt viele Vorteile. Genau, so, jetzt habe ich eine halbe Stunde geredet. Jetzt reicht's auch. Wenn du das Video bis hierhin geguckt hast, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft, ganz viel Erfolg. Wenn du Bock hast, mit uns daran zu arbeiten oder mit mir, dann melde dich mal und dann besprechen wir mal deine Lage, ja, oder deine Situation oder was du dir wünschst. Und melde dich einfach zum kostenlosen Beratungsgespräch an. Aktuell gibt es auch in 2020 gibt es jetzt die BAFA-Förderung. Das heißt, wir dürfen Unternehmen beraten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Und das wird zu 4.000 Euro übernommen. Ja, und darin enthalten ist übrigens die Beratung zu all dem, wie du das alles machst. Wir dürfen das nicht für dich machen, aber es ist die Beratung da drin enthalten, wie du das alles explizit machst. Und als Bonus gibt es ein Training, damit du das hier selber machen kannst. So, mit diesem Training kannst du das auch selber machen. Ja? Okay, das war's von mir. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gib mir gerne einen Daumen hoch, kommentiere hier unten, abonniere den Kanal. Dann wünsche ich dir alles Gute. Bis bald, dein Steffen. Ciao.